Das ist ja wirklich relativ sensationell. Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. Ich freue mich. Frau Bundeskanzlerin, wir würden gerne anfangen. Auf die Plätze. Fertig. Fehlstart. 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 Fulminanten Fehlstart. 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 Grandiosen Fehlstart. Dieser Start ist ein Fehlstart der gesamten Regierung. Ich verstehe von Politik relativ wenig. Der Krisenparteitag ist eröffnet. Für die Fröhlichkeit habe ich mein schönes gelbes Kleid angezogen. Wenn Sie dann zu Hause in Ihrem Garten mal versuchen, einen Weißkohlkopf zu züchten und dann überlegen, was Ihnen da alles passieren kann, bis der Weißkohlkopf so schön aussieht, wie Sie ihn im Geschäft finden, dann frage ich mich immer, wie geht das eigentlich noch zusammen? Wenn es um unsere eigenen Belange geht, wir wissen uns bei Ihnen in vielen Dingen, eigentlich in allen Dingen in guten Händen. Und zwar auch deshalb nicht, weil Sie immer unserer Meinung sind. Da es sich unter Journalisten eingebürgert hat, dass man sozusagen die höchste Steigerungsstufe wählen muss, damit man sie auch überzeugt, sage ich allervollstes Vertrauen. Ja, Sie, nein, Sie nicht, Sie haben sich nicht zur Geschäftsordnung gemeldet, der Herr im blauen Pullover, zügig. Es ist 12 Uhr, wir haben immer noch nichts gemacht. Nein, wir hatten gerade eine Gegenrede. Nicht noch eine Gegenrede, jetzt habe ich die Nase voll. Wir haben 12:45. Dann kommen wir eben zu etwas weniger inhaltlichen Dingen. Nein, Sie müssen den Text richtig lesen. Entschuldigung, okay. Sie haben nicht das Wort, junge Frau. Bitte. Nein, das ist scharf nicht in Parteitag hier in Axt, oder? Das ist... Mein Thema, da drin von 60 Millionen Bevölkerung. Dafür, diese Partei hat eine Vorreservierung, Volksinitiative, unterschrieb zusammen, bringt uns Volksabstimmung. Ich verweise auf den Paragraphen 29 der Geschäftsordnung. Der Präsident kann die Worterteilung bei Geschäftsordnungsanträgen, denen entsprochen werden muss, die Geschäftsordnungsanträgen auf den Antragsteller bei anderen Anträgen, ja, bei Geschäftsordnungsanträgen auf den Antragsteller, bei anderen Anträgen auf einen Sprecher jeder Fraktion beschränken. Ich kann bei anderen Anträgen, bei Geschäftsordnungsanträgen auf den Antragsteller jeder Fraktion, auf den Antragsteller beschränken. Ich habe keinen Bock. And we are very happy that the economist, for example, writes of German miracle. It's all miracle, result of hard work. Genau in der Mitte. Zwischen Cha-Cha-Cha und langsamen Walzer. Links von der Mitte, aber mit einer Schnittmenge Mitte und vor allem vorne. Wir sind nicht rot-grün, wir sind nicht schwarz-grün, wir sind nicht rot-gelb-grün, wir sind nicht schwarz-gelb-grün und wir sind nicht rot-rot-grün. Koalitionsverhandlungen fangen mit K an. Parteivorzen. Wir werden jetzt auch eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Fraktionsvorzen haben. Und, ich setze sehr auf den neuen Parteivorzen. Wir werden uns am Mittwoch mit den Fraktionsvorzen aller im Bundestag vertretenen Fraktionen noch einmal. Sind dann am größten, wenn er vorher mit den Fraktionsvorzen gesprochen hat. Können Sie sich noch erinnern an die Geschichte vom Hans Kuck in die Luft aus dem Strobelpeter-Buch? Ich denke, mein Schwein pfeift. Und wenn das Ergebnis alles andere als zufriedenstellend war, sagte unsere Oma, und sie sagte es natürlich auf Oberpfälzisch, du bist weder so ein Schneider, der hat gesagt, das gibt es schon mit dem Biegeln, weil er kennt hat, dass er an seiner Hosen das Hosendirl hinten und nicht vorn eingenäht hatte.
Also ich verstehe das nicht. Ich habe Luftballons und Gasflasche, habe aber keine Schnur. Ich will meine neuen Gasflaschen haben. Dann kann ich Ihnen sagen, nein, das halte ich nicht für sicher. Wenn Sie mich fragen, halten Sie es für wahrscheinlich, dann sage ich, ich halte es wahrscheinlich auch nicht für hundertprozentig wahrscheinlich. Ich glaube, dass hier keine Partei bisher wirklich an der Lösung gearbeiten kann und wir können auch noch keine anbieten. Wir haben noch keine konkrete Lösung. Wir haben noch nicht alle Themen bearbeitet. Wir haben noch keine endgültige Antwort. Für alle deutsche Autofahrer eine neue Steuer. Gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft. Mikrofon 4. Und ich möchte mal, ja, wenn du nicht zuhörst, brauchst du auch mir nicht das Wort zu geben. Okay. Diese Arbeitsgruppe habe ich geleitet. Der Tisch bewegt sich hier merkwürdig. Mikro 1. Das ist für Gudrun Schumann. Nee. Ein kraftvolles Signal des Aufbruchs ausgehen, dass jeder und jede von seiner Arbeit leben kann. Armutsfeste Rente in diesem Land von 1050 Euro auf 12 Euro erhöht werden. Reichtum ist teilbar. Mit sozialer Politik zu tun hat, nicht für Aufrüstung und gegen die Wohnungsnot. Wir wollen doch, dass jedes Kind glaubt, dass es gleiche Chancen hat. Da gab es dann wenigstens Alkohol. Heute war ja da da di da 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 da. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Für uns haben wir sehr früh erklärt, dass wir das Prinzip der Loyalität zu einer Staatsangehörigkeit für richtig halten, gleichzeitig sehen, dass hier sich eine gesellschaftliche Entwicklung gezeigt hat, in Sonderheit im Hinblick auf junge Erwachsene, die sich im Rahmen des Optionsmodells entscheiden müssen, dass verschiedene Rechtsgründe zu einer wachsenden Hinnahme von Mehrstaatlichkeit geführt wird, die dann von der Hauptgruppe der Nicht-Betroffenen, nämlich den jungen Menschen mit türkischer und deutscher Staatsangehörigkeit, als diskriminierend verstanden wird. Ansonsten geht es uns eigentlich ganz gut. Jetzt müsst ihr liefern. Wir müssen überhaupt nicht liefern. Daraufhin haben wir gesagt, wenn Sie in dieser Woche nicht mehr wollen und erst in der nächsten oder gar übernächsten Woche, wir sind am Donnerstag bereit, es zu machen. Dann haben uns die Grünen gefragt, ob wir bereit wären, am Freitag zu machen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr am Freitag mitmachen wollt, machen wir am Freitag. Also es ist ein Märchen, als ob wir gesagt hätten, unbedingt am Donnerstag. Ja! Sondern wir haben nur gesagt, wenn Sie nicht wollen, dann machen wir es auch am Donnerstag. Also so einfach war die Sache. Nur um mal bei der Wahrheit zu bleiben. Die Grünen haben gesagt, sie machen... Natürlich waren wir da, Entschuldigung, natürlich, wir haben geredet, wir haben abgestimmt, ich war persönlich nicht da, weil ich sozusagen mir das Fußballspiel angeguckt habe. Dann lasst mich doch nach Hause fahren. So einfach. Sie sind böswillig und Sie haben keine Ahnung. Das hat keinen Sinn, Sie werden nicht klüger. Sie lachen aus lauter Dummheit. Es hat offensichtlich keinen Sinn. Das Allerwichtigste ist, dass Sie nicht durchdrehen. Nie, nie, nie wieder FDP wählen. Wir haben die Fenster geputzt, haben Sie es nicht gesehen? Ja. Wenn man so Sack Kartoffeln isst, dann ist man auch tot. One apple a day keeps Putin away. Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Singalese, der über 3 Jahre da ist, weil den wirst du nie wieder abschieben. Manche Sachen sind wahrscheinlich besser hinter geschlossenen Türen getan, wenn... Das ist nicht demokratisch. Ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist schon in diesem Leben demokratisch? In 13 Minuten ist Anpfiff und ich wünsche unserer Mannschaft allen Erfolg. Wolfgang Schäuble kommt aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus. Manchmal reicht ein Gesichtsausdruck und jeder kann verstehen, was das heute für eine Debatte im Bundestag ist. Verdammt nochmal! Sehr schön. Das wird unser Programm sein. Jetzt muss ich gerade runtergehen und halt irgendwie einen Schlüssel besorgen, weil dieser Raum ist. Und ich habe halt eigentlich eine Schlüsselbescheinigung, die ich jetzt, ich habe sie irgendwie im anderen Sakko. Das nehmen Sie bitte in die Hauptnachrichten mit. Und ich denke, da haben Sie eine gute Botschaft. Politik sollte sich immer daran orientieren, was für die Menschen im Land wirklich wichtig ist.
Ich möchte, dass wir jetzt feiern, dass es uns jetzt gut geht. Wir haben hart gearbeitet. Ich danke euch allen. Geht es Ihnen auch so, dass Sie sich an den Kopf fassen? Wie kann ein Volk das verkraften? Leck mich am Arsch. Die verdienen alle ein Spindelgeld und mocken nur Scheiße. Und die große Masse, die holt die Tal aus der Rollen. Wird jetzt alles gut? Hat irgendwann irgendein Land irgendwelche Schulden schon mal irgendwann zurückgezahlt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Da ist der Bundestag, ich gehe da jetzt hoch. Ihr könnt mitkommen oder auch nicht. Ihr könnt weiter das System auf euch wirken lassen. Ich gehe jetzt da hoch und besetze den Bundestag. Das ist was, was wir alle machen können. Verdammte Scheiße! Hey, 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 hey. Ordnung.